Ole, WM-Einzelzeitfahren in Zürich auf einer gar nicht mal so leichten Strecke. Die Junioren hatten heute Morgen ein bisschen gesagt, sie hätten gerne einen schwereren Parcours gehabt, weil die nur hier unten im See waren. Ihr könnt es nicht sagen. Wie war das Zeitfahren? Ja, ich fand das Zeitfahren soweit ganz gut. Es war natürlich ein bisschen kompliziert, weil die Bedingungen so ein bisschen wechselhaft waren zwischen trocken und nass. Aber ansonsten ist es eigentlich eine schöne Strecke. Eine bisschen Mutabfahrt und ja, der Rest lief schon ganz gut. Sagst, es sind ein bisschen wechselhafte Bedingungen. Gerade am Anfang, glaube ich, für die Frühstartenden feuchter als jetzt hinten raus, weil es jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen abtrocknet. Wie schwer war das, das einzuschätzen, wenn dann die Kurven kamen? Auch in der Abfahrt zum Beispiel weiß man ja gar nicht genau, wie diese tricky Abfahrt dann überhaupt zu fahren ist. Ja, man musste halt ein bisschen nach Gefühl fahren. Viele Kurven waren schon am Ende auch trocken. Und ja, ich denke, ich habe es ganz okay hinbekommen. Wie ist der Eindruck ansonsten, so vom Körperlichen, von den Leistungsdaten und so weiter? Wo bist du rangekommen? Konntest du das fahren, was du dir vorgenommen hast? Also ich bin, glaube ich, sogar ein Stück weit eigentlich immer ein bisschen über meinem Pacing-Plan gefahren. Von daher ja, bin ich eigentlich ganz zufrieden, was das angeht. Man wird sehen, für was es am Ende reichen wird. Was die Zwischenzeitplatzierung angeht, sah es auch so ein bisschen aus, ob du hinten raus dann immer stärker geworden bist. War dir das vorher klar? Hast du das so geplant gehabt? Oder? Ja, ich habe das soweit geplant gehabt und ich bin immer auch ein Fahrertyp, der im Straßenrennen immer erst hinten rauskommt. Mir fällt es relativ schwer, auf so kurze Distanzen schon direkt die komplette Power abzurufen. Aber je länger es wird, desto besser werde ich. Lass uns über das Straßenrennen auch noch kurz sprechen. Das steht ja am Freitag dann an. Die läuft weiter. Das steht ja am Freitag an und der Parcours ist einer, der am Anfang schwer ist, dann recht kurvenreich wird. Eher Klassikerrennen, eher Klettererrennen, wie schätzt ihr das ein? Also ich denke, der Parcours lässt so viel offen, also auch vom Bergfahrer zum Puncheur zur Ausreißergruppe. Ich habe den Kurs jetzt noch leider nicht live gesehen. Ich denke, ich werde ihn mir morgen angucken, dann kann ich da was mehr zu sagen. Ja, aber ich bin sehr gespannt, weil es, glaube ich, ein sehr offenes Rennen ist. Und ja, die Straßenrennen liegen mir tendenziell eigentlich etwas besser als Zeitfahren. Von daher bin ich echt gespannt, was der Freitag geht. Ich denke, wir haben eine extrem gute Mannschaft am Start. So 23 Feld ist insgesamt sehr stark hier aufgestellt. Auch heute, wenn man hier auf die Zeiten schaut, da sind World Tour-Fahrer dabei. Del Toro war eben noch auf dem Hot Seat, jetzt ist er gerade hier vorbei. Was bedeutet das für Straßenrennen, dass da so viele tatsächlich auch World Tour-Asse dabei sind? Also die haben ja natürlich nochmal ein paar härtere Rennkilometer vielleicht in den Beinen. Deswegen macht es das ja ganz offen, aber ich denke, es ist auch ganz gut, weil wenn man im Straßenrennen dann gut fährt, dann hilft es einem vielleicht doch nochmal mehr für einen Vertrag, als wenn nur Fahrer am Start sind, die U23-Fahrer sind. Ist die andere Frage, die ich noch stellen wollte, quasi auch schon beantwortet. Es gibt das Gerücht, dass die UCI dieses U23-Format erinnern will, dass die World Tour-Fahrer Profis nicht mehr fahren dürfen. Was sagt man dazu als Betroffener quasi? Ja, also ich muss sagen, ich persönlich fände es eigentlich halt ganz gut. Das macht halt die Chancengleichheit für die U23-Fahrer wieder ein bisschen größer, weil die Gap zwischen einem World Tour-Fahrer mit World Tour-Support und einem normalen Conti-Fahrer ist halt schon relativ groß. Und dann wird es vielleicht nochmal ein bisschen einfacher, dann halt auch auf sich aufmerksam zu machen. Weil ich denke, wenn wir heute auch ins Ergebnis gucken werden, dann werden die ersten 10, 15 Fahrer halt alle World Tour-Fahrer sein. Auf sich aufmerksam machen, Abschlussfrage. Wie geht es bei dir nach der WM weiter? Also jetzt renntechnisch oder? Renntechnisch, zukunftstechnisch. Zukunftstechnisch vor allem war ich gemeint. Ja, zukunftstechnisch hoffe ich, dass ich einen Vertrag bekomme, gerade auch mit meinem etwas unglücklichen zweiten Platz bei der L'Avenir und in meinem All-in-Sieg vor 2 Jahren, denke ich, habe ich es gezeigt, dass ich es ins Profi-Peloton schaffen kann und hoffe, dass ich tatsächlich noch einen Vertrag bekomme. Und Dann viel Glück dabei, danke dir.